Hallo Wilma. Hallo Freddy und natürlich hallo Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. Stell dir vor, was ich gestern erlebt habe. Ich bin durch unseren Garten gekrochen und habe mir ein paar leckere Blätter zum Knabbern gesucht. Und als ich am Gartenzaun ankam, da waren Tom und Lena im Nachbarsgarten. Ich war schon so lange unterwegs, da bin ich einfach ein bisschen im Gartenzaun sitzen geblieben und habe den beiden zugeschaut. Echt, ich kann dir sagen, das war vielleicht aufregend. Sag schon, was haben Tom und Lena denn gemacht? Die zwei sind wirklich ein kleines bisschen geflogen. Nein, nein, das glaub ich dir nicht. Kinder können doch nicht fliegen. Das kann ich dir erst glauben, wenn ich es selbst gesehen habe. Das kann ich verstehen, dass du mir das nicht glauben kannst. Aber ich sagte, ich habe es wirklich gesehen. Komm, sag schon, wie haben die das gemacht? Freddy, du weißt doch sonst immer alles. Ich verrate es dir. Tom und Lea haben ein Trampolin im Garten. Na klar, sowas habe ich auch schon mal gesehen. Das stimmt, auf dem Trampolin kann man echt einen kleinen Moment lang fliegen. Sag mal, Wilma, kennst du eigentlich den Thomas? Welchen Thomas? Den Thomas aus der Bibel. Thomas war ein Freund von Jesus. Er konnte nicht glauben, dass Jesus an Ostern auferstanden ist. Pass auf, wie das mit dem Thomas war. Ich bin der Benjamin. Ich bin der Elias und wir haben heute eine Geschichte dabei. Die Tür ist zu. Die Freunde von Jesus haben die Tür mit einem Schlüssel verschlossen. Keiner soll hereinkommen. Die Männer haben Angst. Böse Menschen haben ihren Freund Jesus getötet. Vielleicht wollen die bösen Menschen jetzt auch sie fangen. Wir machen eine Tür auf. Dann können wir die Freunde von Jesus sehen und hören, über was sie reden. Wie viele Männer seht ihr? Könnt ihr mal zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10. Genau, das ist Johannes. Sagt ihr mal Johannes? Johannes ist ein Freund von Jesus. Am Morgen hat er etwas ganz Besonderes erlebt. Johannes erzählt den anderen davon. Als es noch dunkel war, kam Maria zu meinem Haus. Sie war sehr aufgeregt. Sie sagte, Petrus und ich sollten schnell zum Grab von Jesus laufen. Der Stein von der Felsenhöhle sei weg und der gestorbene Jesus sei auch weg. Ich bin dann mit Petrus ganz schnell zum Grab gelaufen. Der tote Jesus war wirklich weg. Das Grab war tatsächlich leer. Das war alles sehr seltsam. Hallo meine Freunde, schön euch zu sehen. Jesus ist da. Jesus ist durch die verschlossene Tür in das Zimmer gekommen. Ich freue mich so, dass ich euch alle wieder sehe. Ich wünsche euch ganz viel Gutes von Gott. Friede sei mit euch. Schaut euch meine Hände an. Da seht ihr noch die Narben. Da war ich am Kreuz festgenagelt. Aber jetzt ist alles gut. Ich gehe bald zu meinem Vater in den Himmel. Dann sollt ihr den Menschen sagen, dass ich sie ganz arg lieb habe. Die Freunde sind sehr erstaunt, aber auch sehr froh. Jesus lebt wirklich. Er ist nicht mehr tot. Jesus ist auferstanden. Jesus kann sogar durch geschlossene Türen kommen. Da sind die Freunde von Jesus wieder alle zusammen. Wie viele sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Erst waren es 10, jetzt sind es 11. Also ein Mann mehr. Der Mann heißt Thomas. Thomas war beim letzten Mal nicht da. Aber jetzt ist er dabei, als die Freunde sich wieder treffen. Und wieder haben sie die Tür fest verschlossen. Thomas hat Jesus noch nicht gesehen. Die anderen erzählen ihn davon. Stell dir vor, Jesus war bei uns. Jesus lebt. Er ist nicht mehr tot. Jesus ist auferstanden. Jesus hat uns die Narben an den Händen gezeigt. Thomas sagt, das kann nicht sein. Das stimmt doch nicht, was ihr mir erzählt. Ich will erst Jesus sehen und seine Hand anfassen. Ich will seine Narben an den Händen sehen und spüren.
Ich kann euch das nicht glauben. Hallo, meine Freunde. Schön, euch zu sehen. Jesus ist da. Er ist wieder durch die verschlossene Tür in das Zimmer gekommen. Ich freue mich so, dass ich euch alle wiedersehe. Und ich wünsche euch ganz viel Gutes von Gott. Friede sei mit euch. Dann schaut Jesus Thomas an und redet nur mit ihm. Thomas, ich freue mich ganz besonders, dich jetzt zu sehen. Letzte Woche warst du ja nicht da. Aber jetzt sehen wir uns endlich. Dann streckt Jesus seine Hände aus. Schau, hier sind meine Narben. Da war ich am Kreuz festgenagelt. Du darfst meine Hände ruhig anfassen. Ich war tot, aber jetzt lebe ich wieder. Wirklich. Thomas traut sich nicht, Jesus zu berühren. Irgendwie muss er es auch nicht mehr. Thomas sieht ja, dass Jesus wirklich lebt. Thomas glaubt. Ja, Jesus lebt wirklich. Jetzt kann Thomas sich auch freuen. Etwas ganz Besonderes ist passiert. Und Jesus ist jemand ganz Besonderes. Thomas schaut Jesus an. Er sagt zu seinem Freund. Jesus, du bist der Sohn von Gott. Ich hab dich lieb. Jetzt lassen wir Jesus und seine Freunde wieder allein. Sie haben sich bestimmt noch viel zu erzählen, denn Jesus ist nicht mehr lange bei ihnen. Dann geht er zu seinem Vater in den Himmel. Dem Thomas ging es tatsächlich so wie mir. Thomas hat nicht glauben können, dass Jesus wieder lebt. Erst als Thomas Jesus selbst gesehen hatte, da hat er gewusst, Jesus lebt wirklich. Und da war kein Trick dabei, wie bei Tom und Lea. Leider kannst du Jesus nicht mehr sehen und anfassen. Kurze Zeit nach Ostern ist Jesus wieder zu Gott in den Himmel zurückgegangen. Jesus ist nicht mehr als Mensch auf der Erde. Trotzdem sieht Jesus dich und ist immer bei dir, auch wenn du ihn nicht sehen kannst. Ja, genau so ist es. Und damit du immer dran denkst, dass Jesus immer bei dir ist, singen wir jetzt gleich ein Lied. Also hallo meine lieben Kinder, jetzt stehen wir auf und singen vor mir, hinter mir. Vor mir. Einen Ohrwurm. So ist es. Das finde ich richtig gut. Dann denke ich jeden Tag dran, dass Jesus immer bei mir ist. Also wenn wir jetzt schon fertig sind, dann singen wir zwei nochmal zusammen. Vor mir, hinter mir. Genau. Dann also, tschüss Kinder, bis zum nächsten Mal. Freddy, ich bin ja schon so gespannt, wer uns nächste Woche die Geschichte erzählt. Ich auch. Tschüss.